heute auf unserer Fachkonferenz Vertriebsmanagement unterwegs, wo es gleich mit dem ersten Vortrag losgeht, den wir in Sie halten, Frau Kalitschek. Und Sie sind ja Mitglied des Deutschen Bundestages und haben sich intensiv im Finanzausschuss mit dem Entwurf des Lebensversicherungsreformgesetzes auseinandergesetzt, welches ja nun schon eine Weile in Kraft ist. Aber vielleicht können Sie trotzdem noch mal kurz für unsere Zuschauer zusammenfassen, was denn die politische Idee hinter dem LVRG war. Der Kernpunkt ist für mich, wenn wir kapitalgedeckte Altersvorsorge in Zeiten der Niedrigzinsen wollen, dann müssen wir einen fairen Ausgleich schaffen zwischen Versicherungsgeber und Versicherungsnehmer. Und das war im Grunde der Kernpunkt des LVRG. Zum einen war die Frage durch die rasant gesunkenen Zinsen bezüglich der Bewertungsreserven auf festverzinsliche Wertpapiere einmal im Fokus. Und der zweite Fokus war eben, wie kriegen wir das hin, dass wir Effektivkosten vernünftig ausweisen. Und der dritte Fokus war, dass wir überlegt haben, wie kriegen wir das mit der Provision anständig hin, weil die Abschlussprovision an sich, wie sie heute ist, führt zu einer ungleichen Gemengelage zwischen Vermittler und Versicherungsnehmer. Und das ist mir auch ganz persönlich ein Anliegen, dass wir da zu einer neuen und guten Lösung kommen. Okay. Und wie zufrieden sind Sie bisher mit der Umsetzung des LVRG in den Versicherungsunternehmen? Also ich höre Unterschiedliches, je nachdem, wie die Versicherungsbranche aufgestellt ist. Ausschließlichkeit, Vermittler, Makler, da ist also sehr unterschiedlich viel Bewegung drin, liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen dran, dass die sehr unterschiedlich aufgestellt sind in ihren Möglichkeiten. Ich sag mal, ein Makler ist komplett selbstständig bei einem Ausschließlichkeitsvertrieb, habe ich wesentlich engere Bindungen und auch ganz andere Verträge. Und da müssen wir jetzt gucken, wir machen die Evaluierung ja in 2018 des LVRG und ich kann die Botschaft immer nur wieder an alle senden, sich auf den Weg zu machen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass verstanden worden ist, worum es geht. Das LVRG hat den viel gefürchteten Provisionsdeckel bisher ja vorerst ausgeschlossen. Wie sieht das denn in der Zukunft aus? Ist da ein Provisionsdeckel politisch noch gewollt? Also grundsätzlich ist im Grunde die Provision der Preis für Beratung. Und es ist nicht Aufgabe der Politik, einen Preis festzulegen. Wenn der Preis zu niedrig ist, bietet es keiner mehr an. Wenn der Preis zu hoch ist, ist es unfair für den Verbraucher. Ich möchte erstmal noch weiter den Weg gehen, zu gucken, kriegen wir das hin über Transparenz und über eine echte Ausweisquote bei den Kosten. Wenn wir da uns auf den Weg machen, wenn die Transparenz funktioniert, wenn es von den Verbrauchern verstanden wird, wo sie nachgucken können, dann glaube ich, brauchen wir das nicht. Aber ich kann das nicht ein für alle Mal ausschließen. Und zum Abschluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Durch die Medien geistert ja immer das Gerücht eines zweiten LVRG. Können Sie dazu Näheres sagen? Ich habe ja gerade gesagt, die Evaluierung kommt in 2018 und mein Ziel ist es eigentlich schon, immer wieder diese Botschaft zu senden, worauf kommt es mir an, dass wir uns auf diesen Weg machen, aber dass wir jetzt kurzfristig sagen, wir müssen noch etwas tun, sehe ich im Moment eigentlich nicht. Es kann sich ändern, man weiß nie, in der Politik geht es manchmal sehr schnell, aber ansonsten würde ich grundsätzlich gerne den Januar 2018 abwarten und mich dann nochmal wieder auf den Weg machen, sagen, das hat geklappt, das hat nicht geklappt und da steuern wir nach. Okay, Dankeschön.